Konnichiwa, meine lieben Mittag aus 17 Nies und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir haben jetzt Freitag, den 3. Juni, by the way, mein Geburtstag. Aber heute ist auch der Abreisetag nach Düsseldorf, denn morgen geht die Dokumi los. Ich bin so aufgeregt, sage ich euch, denn das wird nicht nur meine erste Dokumi, sondern auch meine erste Convention überhaupt. Und oh mein Gott, ich bin so gehypt, sage ich euch. Ich kann meine Freude kaum in Grenzen halten. Wir werden jetzt 4 Stunden mit dem Auto fahren, werden da in einem Hotel übernachten und dann geht es morgen los. Ah, das wird so nice. Und wundert euch nicht, falls ich nicht so viele Vlog-Aufnahmen machen werde, denn wie schon gesagt, das wird ja meine erste Convention sein und ich möchte sie halt auch wirklich genießen können, ohne dabei die ganze Zeit halt zu filmen. Also ich versuche, wenn ich Zeit habe, so viel zu filmen, wie es geht, aber an sich möchte ich halt wirklich die Con genießen. Ja, aber jetzt würde ich erstmal sagen, fahren wir. So, wir sind jetzt im Hotel angekommen und es ist was Verrücktes passiert. Das Hotelpersonal hat wohl bei der Buchung irgendwie einen Fehler gemacht und aus diesem Grund haben sie uns als Entschädigung einfach ein weiteres Zimmer kostenlos zur Verfügung gestellt. Und das darf ich jetzt einfach alleine bewohnen. Ursprünglich hatten wir eigentlich geplant, dass mein kleiner Bruder und ich uns ein Zimmer teilen, aber jetzt habe ich einfach mein eigenes Zimmer. Und vor allem, seht euch das an. Es ist einfach geil und hat sogar ein King-Size-Bett. Holy shit. Das ist echt geil. So, dann würde ich mal sagen, lege ich mich aufs Ohr und dann sehen wir uns morgen bei der Dokumi. Guten Morgen, meine Lieben. Also, es sieht jetzt so aus. Gut geschlafen. Ach, keine Ahnung. Also, irgendwie war es für mich ungewohnt, in so einem großen Bett zu schlafen. Ja, aber jedenfalls, ich gehe jetzt erstmal frühstücken mit der Family. Und dann geht es zur Dokumi. Ich werde aber nicht mit der Familie zur Dokumi gehen. Wir haben es jetzt so gemacht, dass sie werden mich vor der Dokumi absetzen und dann wird der Rest der Familie irgendwo was anderes machen. Ich weiß, toller Familienausflug, aber naja. Egal, ich gehe jetzt also erstmal mit der Familie frühstücken und dann geht es los, Mann. So, ich glaube, ich müsste jetzt ungefähr da sein. Ich kann auf einen schon mal sagen, hier sind sehr viele Cosplayer und offensichtliche Weeps unterwegs und oh mein Gott, ich fühle mich jetzt schon wie zu Hause. Bin drin. Und oh mein Gott, heftig. Ich fühle mich einfach wie im Paradies. Also, mein erster Eindruck, totale Reizüberflutung. Also, ich komme irgendwie nicht drauf klar, wie viele Leute hier sind und auch die ganzen Stände. Das sind auch teilweise Stände, die auf der Website gar nicht angegeben waren. Da war sogar ein Stand, wo man Yu-Gi-Oh!-Duelle führen konnte. Jetzt hätte ich echt mein Deck mitnehmen sollen, ohne Scheiß. Aber jedenfalls treffe ich jetzt Lektor und die anderen und dann geht die Party erst richtig an. Guckt mal, wenn ich da getroffen habe. Der liebe WhatsApp-Johnny. Moin. Das, er ist, by the way, einer der meiner Meinung nach besten Manga-Händler hier, die es in Deutschland gibt. Was? Hier, so sieht auch gerade sein Stand aus und ich sag euch, meine Empfehlung für Manga-Shopping online. Hashtag nur Werbung. Johnny, sag auch mal was. Ja, hi, ich eröffne in 2 Wochen. Komm vorbei. Grüßrat. Komm vorbei. Der Lektor, was sagen Sie zu der Aussage, dass Sie ein Perverser seien? Hilfe, ich wurde belästigt, ich habe das aufgenommen. So, ein kleiner Zwischenstand hier. Ich bin jetzt mit den Leuten von Junette so ein bisschen umgegangen und es ist so einiges passiert. Also, ich habe voll viele Leute getroffen, die man halt so kennt. Ich habe Mooney getroffen von WhatsApp Johnny. Ich habe Pat getroffen von The Promised Mangaland. Und sogar Nick, der Cutter von Kurono. Also, das war echt holy shit. Ah, und wir waren auch noch beim Altraverstand und da habe ich mir einen Schickischi von Susanjos Kun geholt. Das war auch super. Und wie gesagt, ich werde jetzt wahrscheinlich nicht so viele Aufnahmen machen, weil ja, ich die Con halt genießen will. Aber naja, ich werde so viel aufnehmen, wie ich kann. Okay, ich habe jetzt meine Traumautos gefunden. Mit dem werde ich auf jeden Fall mal fahren. Also ja, wenn ich irgendwann mal einen Führerschein habe, das ist mein Traumauto. Also, ich bin nicht der größte Gamer, aber bei dem Anblick bekomme ich schon Bock zu zocken. Nice. Hier geht richtig die Party ab, könnte man meinen. Das passiert eben, wenn man einen Haufen verrückter Otakus an einen Ort versammelt. Yay! So, ich bin seit einer Weile wieder im Hotel und der erste Tag ist zu Ende. Und sorry, dass ich nicht so viele Aufnahmen gemacht habe, aber das Ding ist halt,
Ich war so krass reizüberflutet von der Dokumie, dass ich einfach nichts drehen konnte. Also, das war echt der Hammer. Also, es war so eine unglaubliche Erfahrung. So viele gleichgesinnte Otakus und Cosplayer und was weiß ich sonst noch alles für Leute so auf einen Haufen zu sehen. Also, ich habe mich da jetzt so richtig wohl gefühlt, weil ich einfach wusste, yep, das sind meine Leute. Ich hatte auch sehr viel Geld weggelassen für einen Haufen Kram. Ich werde euch auch alles am Ende der Reise vorstellen. Und es war einfach auch so cool, halt die ganzen Künstler da zu treffen. Ich habe auch ein paar YouTuber getroffen, wie zum Beispiel Nick, der auch unter anderem in Kuronos Videos sehr oft vorgekommen ist. Ich habe Pat Porter von The Promised Manga Land getroffen. What's Up Johnny habe ich hier auch noch getroffen. Moonix Crystal, die ja für Johnny arbeitet. Und ich habe da auch echt witzige Begegnungen gemacht. Wie zum Beispiel dieser Zero Two Cosplayer. Ja, Cosplayer, nicht Cosplayerin. Das ist ein Kerl. Und ja, das war einfach es war einfach mega krass. Anders kann ich es echt nicht ausdrücken. Das war echt eine Hammer-Erfahrung. Und ich freue mich schon jetzt schon auf den zweiten Tag. Aber fürs Erste verabschiede ich mich einmal und lege mich jetzt hin. So, wir haben jetzt Tag 2 der Dokumie und diesmal werde ich jetzt wirklich mehr Aufnahmen machen. Denn ich habe jetzt mittlerweile einen Plan davon und die meisten Highlight-Stände habe ich auch schon gesucht. Deshalb werde ich auf jeden Fall nice Aufnahmen für euch machen, damit ihr einen genaueren Blick für den Dokumie bekommt. So unfassbar viele Menschen. Und dabei ist es nicht im Vergleich zu gestern. Gestern waren irgendwie 3-mal so viele Leute hier. Und trotzdem, ich komme mit dieser Menge einfach nicht klar. So, ich bin jetzt hier in der Zeichnerallee. Und ich sag euch, die ist so unnormal heftig. Ich dachte schon, der Bereich mit den normalen Ausstellern wäre schon krass. Aber in der Zeichnerallee sind echt so viele geniale Künstler, die einen Hammer Artwork haben, die auch im Eigenverlag eigene Mangas rausbringen. Und ich sag euch, ich habe so krass übertrieben. Aber ich bin noch lange nicht durch. So, mit der Zeichnerallee bin ich jetzt durch und ich werde ehrlich sein, ich habe fast kein Geld mehr. Deshalb gehe ich jetzt noch zur Bring and Buy Area, um halt zu gucken, ob da vielleicht noch irgendwas ist, was ich mit dem Restgeld, das ich noch habe, kaufen kann. Wer weiß, vielleicht finde ich da irgendwas Seltenes für ein paar Euro. Naja, drück mir die Daumen. Ja, also ich würde sagen, damit bekommt Take a Ride eine ganz neue Bedeutung. Und damit bin ich jetzt offiziell pleite. Also erst einmal, es hat angefangen zu regnen, also bin ich jetzt nass. Aber meine Sachen sind glücklicherweise safe. Und ja, ich bin jetzt halt pleite, weil ich mir beim Bring and Buy Shop eine gebrauchte Reihe gekauft habe. Zu einem guten Preis, muss ich sagen. Aber mehr dazu werde ich euch später im Haul sagen. Jetzt mache ich mich erstmal auf die Suche nach Alex und dann wird der Rest der Dokumie wahrscheinlich nur so, ja, stöbern und gucken. Oder ich gucke einfach mal, wo ich so gratis Stuff sichern kann. Ne? So, nach dieser kleinen Dance-Show von eben habe ich selber Lust bekommen zu singen und aus diesem Grund werde ich jetzt zum Karaoke gehen. Denn es gibt ja auch eine Karaoke-Area hier an der Dokumie und ja, da ich ja liebend gern singe, dachte ich mir so, let's go! Nur weiß ich ganz genau, was habe ich zum Affen machen, weil das wird das Safe nur japanische Lieder geben und ja, mein Japanisch ist mindestens genauso gut wie das Ende von Darling in the Franxx. Tja, blöderweise war das Karaoke, also nicht ausgebucht. Also der Mann meinte zumindest, dass für die nächsten 3 Stunden die Liste jetzt voll sei. Und ich weiß jetzt nicht, ob es noch wirklich Sinn machen wird, noch 3 Stunden hier zu bleiben und zu warten. Deshalb werde ich eventuell dann in 3 Stunden mal gucken, ob da wieder Platz auf der Liste ist und dann wird gerockt. Aber jetzt erstmal werde ich mich jetzt auf die Suche nach Alex und den anderen machen und ja, hoffentlich können wir uns dann die nächsten 3 Stunden irgendwie die Zeit vertreiben, ohne Geld auszugeben. So, ich habe jetzt Alex und die anderen gefunden. Alex, zeig dich mal. Hi. So, der Plan ist jetzt, wir stöbern jetzt noch so ein bisschen durch die Stände. Ich werde um 16 Uhr dann gehen. Ja, und ansonsten werde ich euch jetzt noch so ein paar Aufnahmen zeigen. Viel Spaß!
So, wie ihr sehen könnt, bin ich jetzt wieder zu Hause. Wir haben jetzt Montag und wir sind gestern schon nach der Dokumie nach Hause gefahren. Wir sind deswegen erst so gegen 1 Uhr nachts oder so angekommen und waren richtig erschöpft. Also ich bin echt direkt eingeschlafen, als ich zu Hause angekommen bin. Und ja, jetzt möchte ich aber erstmal euch so ein bisschen von meinen eigenen Erfahrungen aus der Dokumie erzählen und wie ich das Ganze fand. Einige von euch wissen ja bestimmt, die Dokumie war nicht nur meine erste Dokumie, sondern auch meine erste Con überhaupt. Ich habe das auch einigen auf der Con selber erzählt und die waren alle so, was? Die erste Con und direkt die Dokumie? Weil ich habe wohl im Nachhinein erfahren, die Dokumie ist wohl die größte Con in Deutschland. Ich glaube sogar einige haben gesagt, in Europa überhaupt, was ich mir um ehrlich zu sein nicht vorstellen kann, aber I don't know, ich bin mir auch nicht so ganz sicher. Aber eins kann ich auf jeden Fall sagen, diese 2 Tage waren echt ein Erlebnis. Das war einfach so unfassbar krass, all diese ganzen Leute erstmal da zu sehen. Ich war einfach umgeben von Leuten, die mindestens so bekloppt waren wie ich. Da hat man sich einfach so sicher und geborgen gefühlt, zu wissen, dass man von Leuten umgeben ist, die die gleiche Leidenschaft teilen und einfach so, mit denen man auf einer Wellenlänge ist. Ich habe mich da auch echt mit voll vielen Leuten unterhalten. Seien es nun andere YouTuber und Instagramer Kollegen, Leute, die von mir tatsächlich sogar Fans oder mit mir Fotos machen wollten, oder auch mit den Händlern und Künstlern aus der Zeichnerallee. Und das war auch echt so cool, sich so mit denen auszutauschen, über ein bisschen über ihre Produkte zu reden und so weiter und so fort. Ich muss ehrlich sein, früher, ich habe den Reiz von Conventions nicht so ganz verstanden, weil für mich waren das eben nur solche Kaufveranstaltungen. Und ja, ich dachte mir halt so immer, ja, man kann die ganzen Sachen, die sie verkaufen, halt auch online kaufen oder so. Aber mich mit den ganzen Künstlern auszutauschen und ihre ganzen Sachen so im echten Leben zu begutachten, das war echt wirklich eine völlig andere Nummer als Online-Shopping. Weshalb ich jetzt komplett nachvollziehen kann, warum Conventions überhaupt generell so geil sind. Das war außerdem einfach eine so coole Erfahrung, einfach die ganzen Leute da zu treffen, die man nur aus dem Internet kennt. Seien es nun Freunde, YouTuber und Instagrammern, die man selber verfolgt, oder auch eben Follower, wie gesagt. Und ich bin sogar auf sehr viele Künstler und Händler aufmerksam geworden, die ich vorher tatsächlich nicht gekannt habe. Und eins ist klar, ich muss auf jeden Fall einigen später auf Instagram folgen. Denn da waren echt, vor allem in der Zeichnerallee, so viele talentierte und herausragende Künstler, bei denen ich mir denke, jupp, die brauchen auf jeden Fall viel mehr Aufmerksamkeit, weil bei der Arbeit, die sie leisten, haben sie sich das echt verdient. Und wie man es sich denken kann, ich habe eine Menge Geld dagelassen. Also ich glaube, ich habe meine ganzen Ersparnisse verbrasselt. Aber den Haul wird es wahrscheinlich erst morgen geben. Auf jeden Fall kann ich zusammenfassend sagen, die Dokumie, das war echt eine unglaubliche Erfahrung. Also ich werde auf jeden Fall nächstes Jahr auch wieder hingehen, nur werde ich wahrscheinlich nicht so viel sparen wie eben bei dieser Dokumie, weil ich habe für die Dokumie ein halbes Jahr gespart und geplant habe ich auch alles schon vor einem Jahr, weil ja Alex und die anderen da auf der Dokumie waren und ja, es hat mich halt so geflasht, da musste ich dieses Jahr auch unbedingt hin und endlich ist es passiert. Ich kann es irgendwie immer noch nicht glauben, dass ich es endlich geschafft habe. Ich habe ein Jahr lang darauf hingearbeitet und es ist endlich passiert. Das ist irgendwie ein unglaubliches Gefühl. Und eins ist auch auf jeden Fall klar, es hat sich sowas von gelohnt. Ich hoffe, euch hat dieser kleine, aber feine Vlog gefallen. Den Haul gibt es, wie gesagt, aber erst morgen. Und ich würde dann ansonsten sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und bis dahin, sayonara!